Unterwegs im Winter, zur saure Gurkenzeit der Photovoltaik. In den dunklen Monaten, teilweise mit Schnee auf den Modulen, was soll da an Eigenenergieversorgung noch möglich sein? Ulf Klausmann hat sich ohne lange Diskussionen auf das Vorhaben eingelassen, sich so unabhängig wie möglich von externer Energieversorgung zu machen. Das heißt aber auch, es gibt sie trotzdem, die dunkle, kalte Jahreszeit. So, jetzt fahren wir zur Abnahme von Herrn Klausmann. Die Anlage haben wir vor Weihnachten in Betrieb genommen. Und jetzt kommt hier gleich auch eine Anlage, die haben wir auch hier gebaut. Und zwar die hier links auf dem Dach. Hier rein, die haben wir auch gebaut. Die läuft jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr oder vielleicht auch schon seit anderthalb Jahren. Und hier sind wir jetzt beim Herrn Klausmann. Das Objekt, ein relativ typisches Einfamilienhaus, Gauben erschweren dazu etwas die Solarproduktion. Die Ausgangssituation. Das Eigenheim von Familie Klausmann, ein Zwei-Personen-Haushalt, beide Bewohner berufstätig, Standort Niedecken in Nordrhein-Westfalen. Wohnfläche 240 Quadratmeter, Strombedarf 6.900 Kilowattstunden, macht bei günstigen 24 Cent pro Kilowattstunde ca. 1.660 Euro im Jahr aus. Heute erfolgt die offizielle Abnahme der nagelneuen Anlage. Solateure wie die Solartiger arbeiten heute das ganze Jahr durch, installieren, wann immer es geht. Wie aber ist Ulf Klausmann überhaupt zu der Entscheidung gelangt, die Solartiger auf das Dach und ein Hauskraftwerk in den Keller zu lassen? Also Auslöser war ja das Förderprogramm des Kreises, wo wir gesagt haben, jetzt beschäftigen wir uns überhaupt mal mit der Thematik. Dann war uns relativ klar, dass mehr Gründe dafür als dagegen sprechen. Und dann steht man natürlich immer vor der Frage, ja, wen nehmen wir denn jetzt? Ne, wer kennt sich aus damit? Mit Handwerkern macht man nicht immer so gute Erfahrungen. Und da unsere Nachbarn vor zwei, drei Jahren auch eine Anlage drauf gekriegt haben, sind wir erstmal da klicken gegangen, haben gefragt, wer hat die gemacht, wart ihr zufrieden? Haben sie uns gesagt, wer es gemacht hat und dass sie sehr zufrieden waren. Dann haben wir noch zwei andere befreundete Paare gefragt, die auch so eine Anlage unter haben, die zufällig auch bei der gleichen Firma das gemacht haben. Dann haben wir gesagt, wenn drei von drei Solartiger empfehlen, dann kann es nicht so schlecht sein. Und so sind wir dahin gedackelt. Und dann kam diese wirklich überzeugende Präsentation da mit diesem Zugriff auf irgendwen. Also wirklich mal an einem praktischen, an einem echten praktischen Beispiel sehen, wie sich das auswirkt, das hat uns den Rest gegeben. Haben wir auch gar nicht mehr überlegt, haben wir an dem Tag unterschrieben. Die Maßnahmen, eine 9,9 kW Peak Photovoltaikanlage in alle drei Himmelsrichtungen ausgerichtet. Deshalb gibt es einen Zusatz Solarwechselrichter. Als Stromspeicher kommt ein S10e Infinity mit 12 Kilowattstunden Speicherkapazität zum Einsatz, inklusive Notstromversorgung. In der Wärmetechnik gab es schon ein Gasbrennwertgerät von früher. Neu ist dazu die Wallbox Easy Connect mit bis zu 22 kW Ladeleistung. Und hier drunter sind noch Vorsicherungen. Mitten im tiefsten Winter hat für Ulf Klausmann also das Kapitel der Eigenenergieversorgung begonnen. Wir haben hier ein S10e Infinity mit 12 Kilowattstunden Akkukapazität installiert und auf dem Dach haben wir eine 9,9 kW Peak Photovoltaikanlage mit einem kleinen Anteil Richtung Osten und dem Löwenanteil Richtung Westen ausgerichtet. Ich stehe hier tatsächlich manchmal und gucke einfach nur drauf und freue mich drauf, dass ich jetzt nicht RWE oder wem auch immer das Geld in den Rachen schmeiße, sondern dass das jetzt meins ist. Und dabei erstaunt mich am meisten, dass es sogar dann funktioniert, wenn gar keine Sonne scheint. Ich habe ja immer gedacht, so, jetzt freue ich mich, wenn der erste schöne Tag ist, dann kann ich mal endlich gucken. Nee, kann man ja auch so. Kann das sein? So viel Eigenenergie bei diesen Winterbedingungen?
Ist die trübe Jahreszeit vielleicht doch nicht so trübe für die Eigenenergieproduktion? Jedenfalls kommt mehr, als die meisten denken und erwarten. Das ist nicht nur bei Ulf Klausmann so. Beispiel das All-in-One-Haus von Stefan Kornig. Dort muss die Winter-PV und das Hauskraftwerk nicht nur das Haus mit Komfortstrom versorgen, sondern auch mit Energie für die Wärmepumpe und der Wallbox dienen. Trotz der wintersaure Gurkenzeit sind die Werte im Januar ganz ordentlich. Zunächst 99% der selber produzierten Energie wurde auch im eigenen Haus verbraucht. Die Portaldaten zeigen noch einen anderen interessanten Fakt. Rund 50% der solaren Eigenproduktion liefen über die Batterie. So kam das All-in-One-Haus im Januar auf eine Autarkie von beachtlichen 30%. Wohlgemerkt, inklusive Versorgung der Wärmepumpe und Elektromobilität. Und schon im Februar rauscht der Autarkiegrad im All-in-One-Haus nach oben. Auch in diesem Monat läuft über 50% aus der Batterie im Hauskraftwerk. Eigenstromnutzung 93%, es gibt sogar eine Netzeinspeisung. Autarkie 59%. Die berühmte Winterlücke hat Stefan Kornig noch vor Frühlingsanfang schon lange hinter sich gelassen. Im März brilliert die Eigenenergieversorgung mit einer Eigenstromnutzung von 62% und Autarkie von 94%. Plus Netzeinspeisung von 38%. Das heißt, schon im März verdient das Haus wieder Geld mit der Einspeisung. Noch ein Blick auf die Batterie. Im März läuft in der Eigenversorgung über ein Drittel durch die Batterie im Hauskraftwerk. Dieses Beispiel zeigt, auch im Winter sind sehr gute Werte in der Eigenenergieversorgung möglich. Der Gedanke, selber Energie zu produzieren, wurde für Ulf Klausmann erst attraktiv, als er die Möglichkeit sah, den selber produzierten Strom auch selber nutzen zu können. Anstoß war eigentlich das Förderprogramm des Kreises Düren. So sind wir auf dieses Thema gekommen. Und das war ja letztes Jahr schon mal. Und dann haben wir überlegt, machen wir sowas nicht. Dann ließ das aber nach mit den Förderungen. Für das Einspeisen bekam man kaum noch was. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich Strom erzeugen, den ich billig abgebe, um dann teuer zurückzukaufen? Dann haben wir das Ganze gelassen. Und dann kam auf das Thema hier mit Speicher. Dann macht das Ganze für mich nämlich wieder Sinn, wenn ich den Strom, den ich erzeuge, auch selber verbrauche und nicht teuer einkaufen muss. Und als die Förderprogramme dann wieder aufgelegt wurden hier vom Kreis, haben wir uns mal erkundigt, haben dann erfahren, dass es noch mehr Förderprogramme gibt und unterm Strich lohnenswerte Sache. Wie sieht es im Winter bei einem Bestandsbau aus den 70er Jahren aus? Hier bei Banker Ludger Jacobs trägt nur seine zweite PV-Anlage mit 7,84 kW Peak zur Eigenenergieversorgung bei. Trotz kleiner PV und Winter kann Jacobs im Februar mit 11% Netzeinspeisung schon Geld verdienen. Die Autarkie liegt immerhin bei 33%. Im März liegt die Autarkie schon bei 53%. Rund die Hälfte der Eigenstromnutzung läuft dabei über die Batterie. Dies zeigt, dass gerade im Winter das Hauskraftwerk der Garant für die möglichst vollständige Nutzung der wertvoll produzierten Kilowattstunden ist. Auch ein altes Haus mit kleiner PV-Anlage kann im Winter ganz ordentliche Werte der Eigenversorgung durch das Hauskraftwerk vorweisen. Das Hauskraftwerk treibt also die Wirtschaftlichkeit der Eigenenergienutzung gerade im Winter nach oben. Die kostbar gewonnene Energie wird so praktisch vollkommen selber genutzt. Also wir nehmen meistens das Infinity mit 12 Kilowattstunden Akkukapazität und nicht zum Beispiel ein Pro, weil einfach beim Stromverbrauch und knapp 10 Kilowattstunden Akkukapazität es eigentlich locker ausreichend ist, irgendwo zu 70-75% autark dann zu werden. Wenn man halt mit dem Gedanken spielt, vielleicht mehr Strom zu verbrauchen, macht es teilweise eigentlich mehr Sinn, mehr Erzeugung aufs Dach zu packen, gerade dann in den Wintermonaten, aber von Frühjahr bis Herbst kommt man eigentlich bei einem entsprechenden Stromverbrauch doch relativ autark dann über die Runden, tagtäglich dann. Welche Konfiguration man wählt, liegt vor allem am heutigen und zukünftigen Energienutzungsprofil. Ist die Wärmepumpe dabei, kommt demnächst Elektromobilität ins Spiel.
All das sind Fragen, die im Beratungsgespräch mit den Solateuren geklärt werden müssen. Und natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Genau. Klingt überzeugend, ist überzeugend. Deswegen machen wir auch hier den Speicher wieder rein, nutzbare Kapazität, 10,8 Kilowattstunden. Er hat uns sehr ausführlich befragt zu den Gegebenheiten hier, zu dem Verbrauch, den wir haben, wofür wir das wollen, was unsere Motivation ist. Und hat dann gesagt, hat uns auch sehr schön demonstriert, wie sich sowas auswirkt. Da waren wir auch sehr beeindruckt von. Ja, und dann, also dann folge ich dem Rat des Fachmanns. Also ich habe, muss ich sagen, technisch und insbesondere wenn es um Strom geht, überhaupt gar keine Ahnung. Und ja, darum geht man ja zum Fachmann. Also ich habe da weder in Frage gestellt, noch jetzt nach Alternativen gefragt. Dann habe ich gesagt, gut, dann wird das so sein. Große PV-Anlage und das Hauskraftwerk der Pro-Serie katapultieren das alte Haus selbst im Winter zu fantastischen Graden der Eigenenergieversorgung. Viel PV und leistungsfähiges Hauskraftwerk bringen also hohe Autarkie, auch im Winter. Die Behauptung, dass in den dunklen Jahreszeiten praktisch gar nichts vom Dach kommt, ist nicht korrekt. Naja, gut. Ja, verstehe. Wir haben jetzt eine Menge Geld in die Hand genommen. Über welchen Zeitraum rentiert sich das eigentlich, so eine Anlage? Oder macht man das nur wegen der Nachhaltigkeit, damit Greta nicht schimpft? Also man macht eigentlich ja aus zwei Aspekten. Der wichtigste ist natürlich, unser Klima zu schützen. Und der zweite ist natürlich dann zu sagen, okay, ich gebe halt weniger Geld dem Energieversorger ab und investiere hier in mein eigenes Equipment. Und es fragt ja jeder immer danach, wann rechnet sich das denn endlich? Und das können wir einfach hier an unserer Rechnung, unserem Solartiger-Rechner sehen. Wir hatten ja die 7000 Kilowattstunden Stromverbrauch hier im Jahr und wir haben ja die 9,9 kW Peak-Anlage installiert, damit wir nicht über die 10 kommen wegen der EEG-Umlage. Mit 10,8 Kilowattstunden, einem Strompreis von 24 Cent, würden sie wahrscheinlich irgendwo zwischen 65% und 70% autark dann sein. Und das heißt also, ihre jetzigen Stromkosten, die sie hätten, lagen ja irgendwo bei 1680 Euro ohne Gebühr. Mhm. Und die würden dann runtergehen, vielleicht auf knapp 550 Euro im Jahr. Also rund 1000 Euro im Jahr schon mal. Genau, und dann würden sie auch nochmal, weil sie ja auch mehr erzeugen, als sie wieder verbrauchen, würden sie nochmal vielleicht um die 250 Euro auch wieder zurückbekommen an Einspeisevergütung. Somit lägen ihre Stromkosten rein rechnerisch dann irgendwo bei knapp 300 Euro fürs ganze Jahr für ihre 7000 Kilowattstunden. Und die Lebenserwartung von so einer Anlage ist? Also ich denke mal, die Module werden locker 25 Jahre ihren Dienst auf dem Dach tun. Und ich denke auch, wir können sie ja nachher nochmal durchmessen, dann kann man die sortieren oder man macht neue drauf, denn die Unterkonstruktion, die wird auch wahrscheinlich 30, 40 Jahre oben auf dem Dach bleiben. Und das Hauskraftwerk selber von E3DC, je nachdem, wie sie ihren Stressfaktor nachher auf die Batterie dann haben, wird wahrscheinlich auch irgendwo, ich sag mal, 18, 20 Jahre sein und sollte vielleicht mal nach doch 15, 16 Jahren der Akku kaputt gehen, bin ich davon überzeugt, dass wir dann keine Lithium-Ionen-Technologie mehr haben, sondern irgendeine andere Technologie. Und das Schöne ist ja, da E3DC selber die Hardware und Software ja macht, können die auch andere Akkutechnologien in 15, 18 Jahren dann selber da einbringen, dass man das ganze System nicht wegschmeißen muss, sondern man kriegt es quasi wieder neu gemacht. Und die Kosten für so einen Akku wird nur noch ein Bruchteil sein von dem, was heutzutage ist, weil dann sind einfach die Fabriken und alles gebaut, gerade auch wegen E-Mobilität und so. Ich frage mich nur immer, nicht nur hier, sondern auch bei den Elektroautos, wenn die zurückkommen, die Akkus irgendwann, wo tut man die hin? Ich denke mal, die werden nochmal überprüft und dann werden die vielleicht noch als Hauskraftwerk dann benutzt, weil die ja dann einen ganz anderen Stressfaktor haben. Ne? Wenn ich jetzt einen Tesla oder was nehme und ich drücke den auf den Pin, draußen sind minus 15 Grad, dann muss der seine, keine Ahnung, 300, 400 PS bringen. Und wenn ich den dann gemütlich in den Keller stelle, bei einem Infiniti vielleicht bis 4,5 kW, da lacht die Batterie eigentlich dann drüber, ne? Weil die ganz anderen, wie gesagt, Stressfaktor dann hat. Heute entscheiden sich immer mehr Häuslebesitzer gleich für eine intelligente Wallbox von E3DC. Selbst wenn es noch kein Elektroauto gibt, sondern erst viel später dazukommen soll. Verstanden wird überall, dass es vor allem auf die Intelligenz der Wallbox ankommt. Denn nur diese lässt sich so programmieren, dass man lädt, wenn Sonne preisgünstig vom Dach kommt.
Auch Ulf Klausmann hat sich von Anfang an für die Wallbox Easy Connect von E3DC entschieden. Auch er denkt perspektivisch an die hohe Ökonomie der Elektromobilität und Unabhängigkeit von externer Energieversorgung. Wie begründet er seine Entscheidung für die Wallbox? Weil der Trend einfach dahin geht. Aktuell fahre ich einen Dienstwagen. Ich werde also irgendwann, wenn wir nicht ausscheiden, wenn ich Rentner bin, das ist ja so lange nicht mehr, muss ich mir ein Auto anschaffen. Und ich denke, dass ich mir dann auch ein E-Auto anschaffen werde, weil es erstens attraktiv gefördert wird. Auch da wieder nimmt man mit, was man kriegen kann. Aber aus den gleichen Gründen, warum ich die Photovoltaikanlage drauf gemacht habe. Es gibt ein gutes Gefühl und man ist unabhängig. Ich spare Geld, das ist schon ein Argument. Und lieber jetzt in einem Aufwasch die Bohrerei, die Hämmererei und das Verlegen der Kabel, als das alles nochmal neu gemacht werden muss in 3, 4, 5 Jahren. Das war einfach eine perspektivische Investition. Die Solartiger haben hier ganze Arbeit geleistet. Das Ergebnis, genauer die Prognose. PV-Erzeugung 9.900 Kilowattstunden, Eigenverbrauch ca. 50%, Autarkie ca. 72%. Verbleibt ein Netzbezug von 28%. Das System herunterfahren. Die Entscheidung, auf eine Eigenenergieversorgung zu setzen, macht heute ohne ein Hauskraftwerk keinen Sinn mehr. Denn nur der Stromspeicher ist in der Lage, die preiswert auf dem eigenen Dach produzierte Energie für die Eigennutzung später, zum Beispiel am Feierabend, zur Verfügung zu stellen. Denn wer will schon günstig Eigenstrom produzieren, diesen für ein paar Cent an den Energieversorger abgeben und später die benötigte Energie für den rund vierfachen Preis zurückkaufen? Niemand. Der Speicher ist in der Eigenenergieversorgung das Maß aller Dinge. Also ich habe das so verstanden, die Anlage produziert, genau. Das, was aktuell verbraucht wird. Genau. Wenn die mehr produziert, als ich aktuell verbrauche, geht es in den Speicher. Geht es in den Akku, jawohl. Und wenn der Speicher voll ist, ja. Dann geht es irgendwie dann durch die Leitung erst, genau, weg. Dann geht es erst raus. Ne? Und wir können auch mal die Spielerei machen und sagen, bei 7000 Kilowattstunden, wir hätten jetzt keinen Stromspeicher, setzen das mal auf null. Also viele meinen ja nur, sie wollen nur eine Photovoltaikanlage machen. Dann wären sie nur zu 32% autark. Das heißt, sie geben immer noch 68% von ihrem Geld an den Energieversorger weg. Das war der Hauptgrund, warum wir es verschoben haben damals, weil das Speicher war noch kein Thema oder war zu teuer oder wie auch immer oder wir waren schlecht informiert, keine Ahnung. Aber die ganzen, da ist keiner hier, beide berufstätig. Ja. So, dann wird Strom produziert ohne Ende. Wenn ich abends nach Hause komme, kaufe ich ihn trotzdem teuer ein. Richtig, genau, weil sie tagsüber für Kleingeld dann weggeben. Also ohne Speicher wäre es für uns komplett uninteressant gewesen, muss ich sagen. Ja, aber so, schön. Wir haben uns da wirklich blind drauf verlassen, was uns gesagt worden ist. Das ist angemessen, das hilft euch, das rechnet sich. Wir haben gesagt, alles klar, glauben wir. Ich habe eine Bekannte, die würde sowas nie glauben. Die recherchiert dann monatelang im Internet und ist anschließend genauso klug wie vorher. Also lass ich, dafür haben wir Spezialisten. Vor Jahren haben alle, die ich kenne, sich so eine Solaranlage auf das Dach gemacht. Auf jede Scheune, auf jede Fabrikhalle wurde sie gemacht, weil man fürs Einspeisen mehr bekam, als man fürs Entnehmen bezahlen musste. Und da lohnte sich das. Das ist ja nicht mehr. Inzwischen speise ich ja für ein Apfel und ein Ei ein und kaufe den Strom, wenn ich ihn dann brauche, teuer zurück. Bei uns ist es nun mal so, wir sind beide berufstätig. Den ganzen Tag, wenn hier produziert wird, ist hier keiner. Außer jetzt ist gerade Corona, dann ist man natürlich häufiger mal zu Hause. So, und dann speise ich den ganzen Tag für wenig Geld Strom ein und kaufe mir den dann abends für teuer Geld zurück. Dann kann ich ihn auch direkt so kaufen. Also diese Differenz, die war für uns nicht wirtschaftlich nicht ausschlaggebend. Aber dieser Gedanke, ich muss da gar nichts mehr für zahlen. Weil das, was ich tagsüber produziere, kann ich abends nutzen. Das hat den Ausschlag gegeben. Also ohne Speicher hätte es keine Anlage gegeben. So ist das Konzept der Eigenenergieversorgung bei Ulf Klausmann also rund. Auch im Winter kann er sich mit guten Werten zu Hause selber versorgen.
ist ein gutes Gefühl. Also aus zweierlei Gründen. Erstens gelte ich bestreite, dass das so ist, aber ich gelte als geizig. Ich sage immer, ich bin zurückhaltend beim Geld ausgeben. Das ist ein schönes Gefühl. Aber auch, wir kriegen es ja mit hier mit den Stürmen jedes Frühjahr. Es wird ja definitiv von Jahr zu Jahr schlimmer mit den Extremwetterlagen. Und dann ist es auch schön, dass man irgendwo im Kleinen, also muss ich mir nichts mehr vorwerfen. So, dann sollen die anderen das auch machen. Und wenn alle das tun, sind wir auf einem guten Weg. Und funktioniert das alles auch zuverlässig? Also E3DC ist so ein toller Speicher. Wir haben da keine Probleme mit. Der läuft, der funktioniert sofort von Anfang an. Und wenn es mal kleinere Problemchen geben sollte, dann kriegt man die eigentlich über den Support doch relativ schnell dann auch online gelöst, die ganzen Probleme. Hier kommen wir auch nochmal an eine Anlage vorbei, die wir auch gebaut haben. Auch ein S10, der hat wohl ein Mini hier auf dem Dach und den haben wir, glaube ich, schon vor 3-4 Jahren gebaut und der hat auch eine Zoe da stehen. Fährt also auch elektrisch. Eigenenergieversorgung im Winter, auch das geht. Nicht alles, aber zu einem guten Stück.